Magie, immer eine gute Suppe, meine ich. Zumindest wäre das Slogan. Ja gut, in der letzten Folge haben wir uns die Flucht ermöglicht. Jetzt nicht die Flucht von Monkey Island, weil das ist ein anderer Titel, aber die Flucht aus der Gruft. Und ja, wir werden Charles de Goulasch zum Bräutigam machen und wir werden uns mal ordentlich Kohle holen. Und zwar. Nun, Mary, bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Mary? Wo ist er hin? Oh. So. Die Sterbeurkunde. Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich zu erzählen habe. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Wer will was davon hören? Menschen wie ihr verdienen es nicht, eine gute Geschichte zu hören. Definitiv nicht. Ja, da ist sie, die Sterbeurkunde. So. Damit gehen wir zu Stan und holen uns erstmal ordentlich Kohle. Und etwas Zweites brauche ich noch. Genau, ach Mist. Ich war ja im Hotel. Ich bin ein Hirni. So, jetzt gehen wir mal zu Charles de Goulasch. Und zwar hier hoch ins Zimmer. Wir brauchen die Brechstange. Das machen wir mal hier auf. Buh. Oh. So, und noch einmal. Und bitte achtet auf die Animation, wenn Charles de Goulasch nach draußen fliegt. Er schwebt elegant durch die Nacht. Flups. Uah. Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht reinkommen hören. Ich habe gerade. Charles? Charles de Goulasch? Bist du's wirklich? Minnie, es ist so lange her. Oh, Charles, das ist es. Das ist es. Du siehst so anders aus. Wirklich? Nun, du hast dich kein bisschen verändert. Oh, Charles, du schmeichelst mir. Oh, aber du musst jetzt gehen. Aber warum? Jetzt, wo ich dich nach all den Jahren wiedergefunden habe. Was würden unsere Familien dazu sagen, wenn sie wüssten, dass wir an einem solch romantischen Abend allein beisammen sind? Minnie, dies mag überstürzt klingen, aber ich. Ich liebe dich, Mini-Meistersuppe. Oh, Charles, das darfst du nicht. Oh, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe dich immer geliebt. Hörst du? Ich habe dich immer geliebt und werde es auf ewig tun. Komm jetzt mit mir. Durchbrennen? Oh, aber Charles, das gehört sich nicht. Denk an den Skandal, den es verursachen würde. Zur Hölle mit dem Skandal, Mini. Heirate mich. Oh ja, Charles, ja, tausendmal ja. Dann küss mich, mein Herz. Nein. Gut. Wir schnappen uns die Fassung. Sehr schön. Ich glaube. Oh, Zwischensequenz. Ja. Hast du sie gefunden, du verrotteter Hundekadaver? Nein. Nein, sie ist nicht auf Plunder Island, Captain LeChuck. Dann durchkämmt die Meere, ihr verknöcherten Ratten. Bringt sie zur Strecke und danach zu mir. Findet Guybrush Threepwood. Durch ihn findet ihr auch Elaine. Brennt jede Insel in der Karibik nieder, wenn es sein muss. Aber bringt mir meine Braut. Und
Und mehr Salat! Mehr Salat. Herr Haluk, Sie geben einem nie genug Salat bei diesen Sparmenüs. Ja, der meinte wahrscheinlich Kentucky Fried Chicken. Oder? Da gibt's ja immer so ein, wie heißt das, Coleslaw oder sowas. Gut. Wir haben die Fassung. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, wir müssen mal zu König André. So. Dadurch. Ah nein, wir holen uns noch ein bisschen Geld. Hallo. Hallo, Stanny. Ich weiß gar nicht, ob der im vierten Teil auch noch mitspielt. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Ja. Ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmal Klug, ich habe den Beweis genau hier. Einen Totenschein. Nun, dies muss irgendein Fehler sein. Es steht genau hier in hochauflösendem Schwarz auf Weiß. Ich bin gestorben. Gib mir jetzt eine Riesenmenge Geld. Kratz, 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 kratz. Komm, Jung, gib mir das Geld. Es sieht so aus, als ob ich keine andere Wahl hätte, als die Auszahlung zu authentisieren. Nein, du brauchst mir nur mein Geld zu geben. Genau das meine ich. Oh, was das? Danke. Das war jetzt alles? Nein. Gut, also ist sehr gemütlich hier eingerichtet, muss ich sagen. Ach, Versicherungsgeld, wie schön. Das ist eine Menge Geld. Eine Menge Geld. Ja, das glaube ich auch. So. Verzeihung. Ich habe nur einen Frosch im Hals. Es geht langsam bergauf. Aber so ganz fit bin ich doch noch nicht. Aber ich muss ein paar Folgen abdrehen und spielen, weil sonst ist einfach die Zeit zu lange und dann weiß ich nicht mehr, was ich zu tun habe. Das ist jetzt schon ziemlich knapp. Aber ich denke, ich habe das ganz gut gemeistert mit dem Friedhof hier. Meine Lieblingsstelle, die Windmühle, da müssen wir leider nicht mehr hin. Ja, wir gehen nochmal zum Strand. Zum netten Waliser. Wir brauchen nochmal eine Überfahrt zur Totenkopfinsel. Zur Häschen-Insel. Oder, ach, keine Ahnung, zur Enteninsel, wie auch immer. So, Guybrush, gib mal Gas, bitte. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. In Ordnung, los geht's. Kann ich das hier rein? Ach. Das sieht trotzdem ganz verdächtig nach einer Ente aus. Es ist auch eine Ente. Ja. Hä? Aber ich muss nicht schon wieder jetzt hier mit... Ja? Ja? Glaubst du, dass du es diesmal schaffst, mich herunterzulassen? In Ordnung. Ich glaube, ich werde schon besser darin. Los geht's! Perfekt. Hoppla! Och nee. Pa, 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 pa. So, das war übrigens die Musik von Captain Capsize aus Monkey Island 2. Oh, wie passend. Da liegt der Diamant. So, ich würde sagen, komm, geben wir eben direkt das Geld. König André, wir spielen eine Runde Poker. Und ich sage dir, wir spielen verkehrt. Kein Pirat würde einfach Geld weggeben. Okay. Kein Pirat würde einfach Geld weggeben. Yeah. Okay, spielen wir um den Diamanten. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Klar, das geht in Ordnung. Das ist eine Menge Geld. Ich gebe Ihnen besser nur einen Teil davon.
Haben Sie schon einmal Poker gespielt, Mr. Threepwood? Nein, stellen Sie sich vor, dies ist mein allererstes Mal. Dann erkläre ich es Ihnen kurz. Das Spiel ist die einfachste Variante des Fünf-Kartenspiels. Ich gebe jedem von uns 5 Karten. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Karten und der Spieler mit dem besten Blatt gewinnt. Woher weiß ich, welches das beste Blatt ist? Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie uns einfach. Sie vertrauen uns doch, oder? Natürlich. Natürlich vertraue ich Ihnen. Sehr schön. Lasst uns anfangen. Kommt, los geht's. Und werfen Sie einen Blick in Ihre Karten. Ja, aber natürlich. Pik 2, Herz 3, Kreuz 4, Kreuz 8 und ein Karo König. Was für ein schreckliches Blatt. Definitiv. Die Zukunft liegt in meinen Händen. Wahrsagen funktioniert damit nicht. Ein Fünfling. Yeah. So, nicht einmal ihr könnt einen Fünfling schlagen. Sie haben recht, Mr. Threepwood. Wir können einen Fünfling nicht schlagen. Die Frage bleibt jedoch, ob sie ein Paar schlagen können. Ein Paar? Ja, ein Paar. Ein paar mörderische Schmuggler. Hä? Uns, Mr. Threepwood? Ich rede von uns. Wir werden dich töten. Oh, jetzt begreife ich, ob ich ein Paar schlagen kann. Das ist ganz schön clever. Nun, meine Herren, lassen Sie uns nichts überstürzen. Hier draußen ist ein Bote mit einem Paket. Du Idiot! Du hast das Licht ausgeblasen! Ich habe den Diamanten. Yeah. Nicht lange, du Kleiner. Autsch! Knall ihm eine, nicht mir, du Kretin! Wen nennst du einen? Da ist er! Auf ihn! Ich habe alles, was ich von den Schmugglern brauche. Gut, lass uns diesen Ort des Bösen verlassen. Zuerst muss ich noch eine Sache erledigen. Wirklich? Was denn? Wer ist da? Ach, du bist's nur. Warte, was tust du da? Hilfe! Hilfe! Ja! Das wusste ich ja gar nicht mehr. Viel Glück für deine weiteren Abenteuer, Guybrush. Was? Du meinst doch nicht etwa das? Ich fürchte schon. Diese Arbeit ist zu gefährlich für mich. Ich suche mir eine dauerhaftere, sichere Arbeitsstelle. Ich habe gehört, auf Skep Island wird ein Chefkoch gesucht. Ja. Man wird dich schmerzlich vermissen. Ich weiß, aber mein Schicksal liegt da draußen. Irgendwo. Jenseits der wogenden Wellen. Leb wohl, guter Freund Waliser. Ja, lebe wohl. Oh, er kommt zurück. Oh, warte. Wo liegt nochmal Skep Island, sagtest du? Ost-Nordost. Du kannst es nicht verfehlen. Tausend Dank. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Ups. Ich hab vergessen, ihm zu sagen, dass diese Nadel nur für kurze Zeit magnetisch ist. Das heißt? Ja. Gut, ja. Wir haben den Diamanten, wir haben den Ring. Ich würde sagen, wir befreien unsere... Zwischensequenz. Währenddessen... Oh, was haben wir denn hier? Ja. Noch ein paar Rekruten mehr für meine unbezwingbare Armee der Untoten. Wie sieht's aus? Ich hoffe, dass ihr meine Braut auftreiben konntet. Wo ist der Kutterköter? Der Kutterköter. Ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden! Oh Mann! Ich hab sie! Wo? Sie sind auf Blood Island, Sir. Holen Sie! Boah, der Kut ist echt böse. Ja, wo war nochmal Elaine? Lichtung, genau.